Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum Fußballmanager 13, dem vielleicht letzten Part bei unserer RB Leipzig-Karriere. Vielleicht wird jetzt uns der Riegel vorgeschoben und der Vorstand sagt, nicht weitermachen. Wer hätte gedacht, dass das nach all den Verstärkungen, die wir eigentlich getätigt haben, so endet? Tja, vielleicht hätten wir uns doch höherklassig verstärken müssen und dafür weniger Neuzugänge. Mehr auf die Qualität achten. Aber andererseits, wenn so ein Weiser bei Dortmund funktioniert, okay, der hat mittlerweile eine 79, sonst war der immer bei 60. Gut, naja, schauen wir mal die anderen Ergebnisse. Wir sind dadurch auf Platz 14, das ist natürlich sehr, sehr beunruhigend. Bayern 1:1 gegen Frankfurt ist dadurch wieder mit 10 Punkten, aber die können da auch nicht zufrieden sein, das kannst du mir nicht erzählen. Wie gesagt, ich fand schon, dass Dortmund der ernstzunehmende Konkurrent ist. Leverkusen und Hoffenheim haben sich auch einigermaßen stabilisiert, aber wir konnten mit Dortmund eigentlich Schritt halten, ne? Es ist jetzt doof gelaufen, das Spiel. Naja, Mainz gewinnt gegen Wolfsburg. Hannover, Stuttgart unentschieden, Freiburg gewinnt gegen Düsseldorf, Schalke und Paderborn 0:0, Hertha setzt sich 2:0 gegen Gladbach durch, Hoffenheim gewinnt 2:1 gegen Hamburg und Leverkusen gewinnt 2:0 gegen Bremen, die wirklich von allen abgeschossen werden. Ach so, die Stimmen und so weiter, Mist. Jetzt bin ich gespannt. Präsident auf 3. Der hat ein Vertrauen von 3. Das heißt quasi gar nicht da. Ich könnte ahnen, dass wir gleich gefeuert werden. Das wäre echt schade, nachdem wir hier sowas aufgebaut haben. Es gibt nicht mehr viel Spielraum. Wenn der Enttäuschende, werden sie schon bald nicht mehr Trainer dieses Vereins sein. Nächster talentierter Jugendspieler, aber scheinbar machen wir das alles nur für den neuen Trainer. Ich habe das Gefühl, unser Abschied scheint so gut wie beschlossene Sache zu sein. Das Hannover-Spiel würde ich gerne noch mit hier reinnehmen in den Part, wenn das irgendwie geht. Unsere Jugendarbeit ist überragend, die gewinnen alles. Zumindest viel gewinnen die, nicht alles, aber viel. Das verfluchte dritte Jahr war in der Bundesliga. Vielleicht kam die Meisterschaft im ersten Jahr einfach zu krass. Vielleicht habe ich auch seitdem falsche Transfers getätigt, mit Sicherheit. Ich habe ja jetzt wieder ein paar, die ich getätigt habe und mit denen ich unzufrieden bin. Interesse, Dani da Costa kaufen zu wollen für 16 Millionen. Wir haben den eingekauft für 7,5. Er stagniert aktuell. Hören wir uns einfach an. Können wir nicht nein sagen. Dafür kriegen wir definitiv einen billigeren Ersatz. Kolasinac. Carvajal, Knoche, mittlerweile Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Und Shaqiri, Schweiz. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen ruhiger, weil ich hin und her überlege, was ich hier machen kann. Joel Matip gesperrt. So, bis zu 21 Millionen wollen wir. Dann versuchen wir die 21 Millionen auch rauszuholen. Wir haben ja schließlich keinen Spieler zu verschenken. Vereinsmuseum. Da wollte ich, glaube ich, das hier ausbauen, wenn mich nicht alles täuscht, ne? sechsundsechzig Freistöße. Das
auch ein überragender Spieler. Es wäre so traurig, wenn wir hier gehen müssen und die ganzen überragenden Jugendspieler hier lassen. Fände ich persönlich echt puh. Über 4 Jahre so eine Arbeit zu machen und dann den Arschtritt zu bekommen. Ich meine, ist im Fußball leider üblich. Aber wenn man selbst davon betroffen ist, dann ist das schon mal ein Stückchen härter, ne? Härter. Nicht witzig. Mann, 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 Mann. 65, 72, 67, 66. So. Der braucht natürlich auch noch eine Position, mit der er was anfangen kann. Da würde ich sagen, Kämpfer ist eher defensives Mittelfeld. Und halt ein sehr offensiver, ein defensiver Mittelfeldspieler. Also offensiv veranlagt. So will ich das formuliert haben. Riesentalent natürlich. Wie soll es auch anders sein? Kriegt Ginter als... Wohl Knoche ist noch ein Stück stärker. So. Eieieiei, Freunde, das wird knifflig, hier zu bleiben. Gucken wir mal, was wir hier noch tun können. Meier muss vor dem Tor cleverer werden. Gaudino, super letztes Spiel. Sané, gut. Areola ist in der ersten Mannschaft, das macht keinen Sinn. Thielemans, Putaro, Basoer, Bosatz, Meier, Gudinho, Salalem. Und auch Klostermann, super letztes Spiel. Gucken wir mal, was wir in der ersten Mannschaft noch irgendwie anstellen können, ob wir da was retten können. Draxler kümmert sich um Ziszek, Positionskonkurrenten, aber interessiert keinen. Ja, Carrasco hat gut trainiert, aber es hilft nicht wirklich. Schwierige Phase, die wir gerade durchmachen. Wir gehen mal weiter, gucken, was passiert. Unsere zweite Mannschaft ist weiterhin sehr, sehr erfolgreich, aber es bringt uns nichts, wenn unsere erste dann nicht mitzieht. Tja, das Spiel gegen Hannover müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, das ist für mich die allerletzte Chance. Wird allerdings sofort Berechnung und das ist dann eh immer eine Glückssache. Ja, ich glaube, das mit Da Costa, das gibt keine Einigung. Die bieten ja immer weniger, oder? Hm.
Dangu ist in 2 Tagen wieder fit. Also es wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn der wieder spieleinsatzfähig wäre. Denn vorne im Sturm fehlt definitiv was. Da fehlt die Klasse einfach. Das habe ich wohl falsch eingeschätzt. Volland auch Nationalspieler bei Deutschland. Aber das war er auch vorher schon. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier den Trainingsplatz ausbauen. Vielleicht hilft das ein bisschen, wenn wir da schneller vorwärts kommen in die Puschen. So. Selke ist auch verletzt. Heißt, wir haben nur einen Stürmer zur Verfügung am Wochenende. Hey, ist das schön. Einmal können wir noch verhandeln. Dann guck mal, dass wir da vielleicht danach akzeptieren. Glaub nicht, dass der Costa bei uns jetzt noch so Riesensprünge machen wird vom Marktwert her. Achtzehn Millionen, probieren wir noch einmal. Na komm, 18 Millionen ist okay. Ist gutes Geld. Danach ziehen wir einfach einen von der zweiten Mannschaft hoch. Zack. Da haben wir doch den Lukas Klostermann, haben wir doch. Bosarts oder Klostermann? Würde ich sagen Klostermann, ne? Zehnte, siebte, 97. Dritte, sechste, 96. Klostermann ist der Ältere, deswegen wird Klostermann mit hochgezogen. So, Matip, kommt Amat für rein. Klostermann darf direkt dann durch. Selke fällt wie gesagt verletzt aus. Areola nehmen wir mal mit als Ersatz, da wir ja keinen Stürmer gerade haben. Und dann geht's ins sehr, sehr richtungsweisende Spiel gegen Hannover. Lange Abstiegskandidat gewesen letztes Jahr. Oh Mann, Freunde, das wird was. Das wird was. Wer hätte gedacht, dass sich das Ganze so entwickelt? Ich zumindest nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war fest davon überzeugt, dass wir oben wieder angreifen können dieses Jahr. Felsenfest war ich davon überzeugt. Amat, gib im Training alles. Areola hat gut trainiert. Frei Digne. Yannick Gerhardt, gib im Training alles. Selke, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläumsspiel. Carvajal, gut trainiert, retten, was zu retten ist. Ginter, gib im Training alles. Da muss noch ein paar Schippen, müssen da noch draufgelegt werden. Knoche, Emre Can, können wir auch nichts sagen. Shaqiri, super letztes Spiel, leider nur in der Nationalmannschaft. Jugendspieler erreichen weiterhin zügig ihre Trainingsziele, werden unheimlich schnell, unheimlich stark. Aber es bringt uns alles nichts, wenn wir dann nicht mehr im Verein sind.
Also jetzt gegen Hannover kämpfen bis zum Ende, Freunde. Plus 38 Punkte hier von Kanter, also es ist schon eine Kante. So, 63, 67. Die entwickeln sich schon echt gut, kann man sagen, was man will. Čižek kann hier mal ein bisschen steuern. So. Ansonsten Liam Terry braucht einen neuen Trainingspartner. Mit Rossoe haben wir den zufällig da. Kilian braucht einen neuen Trainingspartner. Da der langzeitverletzte Dangu nicht mehr helfen kann. Ansonsten passt das hier. Viele Verletzte und trotzdem noch richtig gute Elf. Hier brauchen wir allerdings viele neue Spieler, die wir alle nicht haben. Erstmal ohne. Kosien hat sich auch wieder ein bisschen verschlechtert. Dann gucken wir mal, ob Traxler da was retten kann. Binder darf auf jeden Fall nach Hause. Und dann auf in das entscheidende Spiel gegen Hannover 96. Ui, 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 ui. Kommt schon, Jungs. Gebt euer Bestes. Spielt für mich. Suarez mit dem 1:0. Hazard mit dem 1:1. Steinmann, Albornoz. Das ist nicht wahr. Das darf nicht wahr sein. 1:3 schon wieder. Lucas Denier 2:3. Ein bisschen Hoffnung ist noch drin. Oh Mann, Leute, ey. Das ist nicht zu fassen. Was ist denn nur los? Nicht mein Wochenende scheint das zu sein. Amad raus, Klostermann rein, Toljan rein, Chan rein und ab geht's. Wir haben eh keinen Ersatzstürmer. Shaqiri 3:3, komm, da geht noch irgendwie irgendwas. Ein Sieg wäre wichtig. Ein Sieg wäre wichtig. Michael Fey 4:3. Wir haben das Spiel gedreht, wir haben die 3 Punkte geholt. Wolfsburg gewinnt 1:0, Mainz gewinnt 2:0 gegen Stuttgart, Paderborn und Bremen 0:0, Hertha Düsseldorf 1:1, Hamburg gewinnt gegen Dortmund 2:1, Hoffenheim 0:0 gegen Bayern, Leverkusen gewinnt gegen Gladbach, Schalke gewinnt gegen Hannover. Hui, gut, wir haben da immer noch nichts Solides unten, aber 9 Punkte, 3 Siege geholt, aber halt zu oft verloren. Aber immerhin nochmal ein Lebenszeichen gesetzt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt entlassen werden. Nach einem Sieg kann ich mir das nicht vorstellen. Nach einem Sieg kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, da Costa wechselt zu der Hertha. Das ist okay. Gibt uns noch ein bisschen auf unserer Einnahmenseite. 68 haben wir hier. Die soll er auch mal lernen, die Wollis. So. Noch jede Menge Budget übrig. Also wir arbeiten sehr gut in finanzieller Hinsicht. Machen wir mal weiter. Vorstandsvertrauen hat sich nichts verändert, trotz Sieg. Alles klar. Pep Guardiola bei den Bayern vor der Entlassung. Dangu ist angeschlagen. Wenn der zurückkommt, ich bin mir sicher, dann sieht das Ganze schon mal ganz anders aus in der nächsten Aufnahmesession. Wenn wir auf den Kerl wieder bauen können, dann haben wir nämlich einen, der vorne drin die Tore macht. Ich gebe mich hier noch nicht geschlagen. Das könnt ihr vergessen. Ich gebe mich nicht geschlagen. So.
Gerhard kommt wieder rein. Wir haben sehr viele mit Formkrisen jetzt. Matip kann spielen. Dangu nehme ich einfach mal mit zur Sicherheit. Als Zeichen an ihn, dass er wieder in der Mannschaft angekommen ist. Aber wie gesagt, das machen wir eh dann im nächsten Part. Jetzt will ich damit erstmal nichts mehr machen. Shaqiri, Trainingsziel erreicht. Entwickelt sich nicht mehr wirklich rasend weiter. So. Das wird wieder ein wichtiges Spiel und vor allen Dingen ein schweres Spiel. Gegen Manchester. Letztes Jahr sind wir gegen die rausgeflogen in der Champions League. Wir haben da also was gut zu machen. So. Bayern, tiefe Krise, Liverpool-Krise, Schalke-Krise, Inter-Krise, Olympique-Lyon-Krise, Wolfsburg-Krise, also da sind ein paar interessante Namen dabei. Unser Vorstandsvertrauen ist natürlich nicht so toll. Wir können probieren, mit dem Vorstand zu sprechen. Wie gesagt, ich will nicht gehen. Unverändert, hat nichts gebracht. Wird spannend zu sehen sein, wo das die nächsten Folgen dann hinführen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, es ist durchaus hier einiges denkbar an Szenarien. Leider Gottes. In der zweiten Mannschaft haben wir einiges, auf die wir noch bauen könnten in Zukunft, aber die stagnieren teilweise auch schon wieder. Das heißt, die guten müsste man dann in die zweite Liga verleihen, weil man merkt, 75 ist hier so langsam die Grenze. Dann hört das auch auf in der dritten Liga. Geld haben wir genug, um noch was zu tun. Wir bräuchten auf jeden Fall nochmal einen Stürmer. Und wir haben ein paar dabei, von denen wir uns definitiv trennen werden. Zizek wäre so einer, der es nicht ganz packen wird. Bei Draxler will ich gerne noch abwarten. Amad ist einer, der uns definitiv auch verlassen darf. Werde ich direkt mal hier einleiten. 10,75. Gerade nochmal in die zweite Mannschaft schieben, das schon mal anleiern. Ansonsten, ja, Coutinho leider Gottes. Wir brauchen endlich mal auf den Außen wirklich Leute, die da richtig für Spektakel sorgen. Carrasco, weiß ich noch nicht, den behalte ich noch mal. Die beiden, würde ich erstmal sagen, dürfen uns verlassen. Amad und Coutinho. So, für beide gibt es mehr als genug Interessenten, das ist schön. So, dann kommt Amad hier wieder rein und Coutinho hier wieder rein. Und wir gucken direkt, dass wir für die Ersatz bekommen. So, stärkemäßig muss das natürlich hier so sein, Alter darf bis zu 28 sein und auf jeden Fall Innenverteidiger. So, wen kriegen wir denn da so?
Jerome Boateng wäre natürlich überragend. Wenn wir den so für die 15 Millionen kriegen könnten, ja, sagen wir mal 17,5 ist auch okay. Ist noch unter dem Preis von Amad. Und dann, wie gesagt, für rechts außen möglichst noch einen. Der auch zünden könnte. Der ein klarer rechts außen ist. Lucas, weiß ich auch nicht, ob er zünden wird. Munjain, puff. Arnold könnte so einer sein. Ist noch jung, aber ist bestimmt auch teuer, ne? Jawohl, die wollen den loswerden. Dann könnte der eigentlich auch billiger sein. Will da mal einfach bei den Bayern. Dann sind beide billiger als von uns. Und wir machen da ein bisschen Gewinn. Können dann uns vielleicht nochmal nach einem Stürmer umschauen. Batshuayi. Haben wir da was kostengünstiges irgendwo? Lasogga ist viel zu teuer. Den wird Dortmund niemals und den will ich auch ehrlich gesagt nicht. Welbeck traue ich so das nicht. Sturridge glaube ich auch nicht, dass der einen Durchbruch schafft. Lacazette zurückholen. Für 18 Millionen haben wir den damals geholt. Hat sich eigentlich ganz gut wieder aufgepäppelt. 23,5 ist seine Ausstiegsklausel, wenn wir das sagen. Für 17,5 probieren. Der kennt den Verein, der kennt alles. Das wären so meine Punkte, die ich ansetzen würde jetzt, um hier aus der Krise zu kommen, falls wir so lange bleiben dürfen. So, würde ich sagen, haben wir jetzt alles getan. Könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Transfers findet, denn dann kann ich nämlich bis dahin, oder wie ihr die Transfers fändet. Noch steht dir nichts fest. Da könnte ich da eventuell nämlich noch, falls es euch nicht gefällt und ihr sagt, das passt einfach nicht, da nochmal einen Abbruch machen. Das ist RB Leipzig, Liverpool habe ich vorhin aufgenommen. Dann sage ich nämlich jetzt hier an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben. Wenn ihr uns unterstützt und sagt, Jungs, komm, ich helfe dir, ich will, dass du aus der Krise rauskommst, dann bitte auch die Daumen nach oben geben. Ich brauche scheinbar jede Hilfe hier, die ich kriegen kann. Denn irgendwie läuft es überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Wenn ihr wisst warum, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt, eure Meinung zu lesen. Vielleicht sagt ihr auch einfach, der Kader ist zu schwach. Also ich erkenne ja hier und da schon mal eine Schwachstelle, wo ich sage, Čišček, Draxler, der nicht wirklich die Position gewöhnt ist. So ein Shaqiri, der stagniert. Im Sturm kein Ersatz, wenn der Dangu verletzt ist. Innenverteidigung auch so durchwachsen, nicht wirklich außer Knoche überragend. Ich könnte es schon verstehen, aber ja, mal gucken, wie ihr das Ganze seht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, Abo dalassen, Videobeschreibung durchlesen, alte Videos durchklicken und ansonsten, wenn ihr kein Video verpassen wollt, Abo dalassen. Ansonsten bis zur nächsten Aufnahmesession. Ciao.